Dieser Shot ist jetzt einer von den kompletten Computer-Shots, diese große Einstellung, 35 Sekunden, da ist nicht ein Stück real dabei. Wir drehen keine Schauspieler, wir kreieren das Ganze inklusive der Menschen, die auf der Themse langlaufen, im Computer. Und der Prozess war halt Storyboard, Previsualization und dann immer detaillierter werden dabei. Der wichtige Punkt ist dann, wenn beim Realdreh die Menschen gedreht werden, die der echte Trauerzug sind und hinter dieser Kutsche langlaufen, die müssen von uns nochmal einzeln abfotografiert werden in sogenannten T-Posen. Das heißt deshalb so, weil die immer so mit ausgestreckten Armen da stehen müssen und sich dann einmal um sich selber drehen und dann das Ganze nochmal mit angelegten Armen einmal um sich selber drehen. Und wir machen immer 4 Fotos, jeweils 2 Seiten und vorne und hinten. Und das benutzen wir als Textur, das ist nichts anderes als eine Tapete im Endeffekt, die wir auf unseren computergenerierten Menschen draufkleben, drauf projizieren eigentlich im Computer. So entstehen dann unsere Menschen, die wir dann da machen. Und diese Daten, die benutzen wir dann und verbinden die mit unseren menschlichen Figuren. Und das ist fast ein bisschen wie eine Aufziehpuppe sozusagen, sodass wir dann sagen, okay, dieser Laufzyklus wird jetzt auf den Menschen übertragen und der läuft jetzt einfach geradeaus. Und das machen wir natürlich mit diesen Hunderten von Menschen immer ganz leicht verändert, damit es etwas unregelmäßig aussieht. Und dann haben wir eben diese Tausenden von Leuten, die noch so als Zuschauer mit dazukommen, links und rechts, die ein bisschen langsamer laufen und neugierig dann da ankommen. Das ist eigentlich so der Hauptprozess. Alles fängt mit dem Drehbuch an natürlich. Und da wird eigentlich nur der Trauerzug generell beschrieben. Roland hatte dann die Idee, dass wir den Trauerzug auf die Themse verlegen. Dann haben wir ein Storyboard machen lassen. Und dieses Storyboard war sowieso in viele einzelne Bilder unterteilt, weil wir wussten, dass der Shot sehr, sehr lang sein wird. Also das heißt, wir haben diese ganzen einzelnen Steps dann schon mal festgehalten in 3, 4, 5 verschiedene Bilder. Dann haben wir sehr früh eine Previs gemacht, also eine Previsualization. Und da haben wir die gesamte Landschaft, die zugefrorene Themse, die Brücke und die Stadt drumherum in sehr einfachen Formen im Computer nachgebaut. Unseren Animator haben wir dann darum gebeten, schon von vornherein so einen Nebel einzubauen. Später wird das dann Schneegestöber. Aber weil das noch in so einem frühen Stadium stattfindet, ist Schneegestöber viel zu aufwendig im Computer zu kreieren. Und so haben wir gesagt, mach es einfach nebelig und nach hinten wird es dann also wirklich so eine dicke Suppe. Das heißt, wir sehen nachher von der Stadt im Hintergrund eigentlich gar nichts mehr. Und das ist auch so ein bisschen sowas, wo fast geheimnisvoll kommen wir so ein bisschen aus, anstatt aus Wolken kommen wir so aus dem Schneegestöber heraus und dann sehen wir die Brücke im Hintergrund, fliegen drüber weg, drehen uns dann, sehen den Trauerzug und vor allen Dingen dann auch Tausende von Menschen, die darauf zulaufen. Und wir haben natürlich mit dem Art Department zusammengearbeitet. Die haben eine Vorvisualisierung vor der Vorvisualisierung gemacht. Die haben so eine ganz grobe Version dieses Shots für uns auch im Computer schon hergestellt. Eigentlich muss man sagen, ist es zwischen Storyboard und unserer etwas aufwendigeren Vorvisualisierung passiert. Unser Team bei diesem Projekt ist relativ klein und es gibt einige Leute, die in dem Fall verschiedene Hüte aufhaben. Also der Animator Conrad Murray, der die Previsualization gemacht hat von diesem Shot, ist zum Beispiel auch derjenige, der dafür sorgt, dass die Menschen laufen. Dann haben wir wiederum jemanden, der für die Texturen sorgt. Jemand, der die Menschen baut. Und dann haben wir
im Compositing-Bereich einige Leute. Um das zu erklären, kann man am besten sagen, dass das Compositing ähnlich ist wie ein Sandwich machen, wo man lauter unterschiedliche Lagen an Bildern nimmt und sie alle aufeinander setzt. Und wir haben ja in diesem Fall jetzt die zugefrorene Themse, die Brücke im Hintergrund, die Menschen auf der Themse, das Schneegestöber im Vordergrund und dann so die Stadt links und rechts und im Hintergrund. Das sind alles einzelne Elemente, alle im Computer generiert. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass jetzt einfach nur so ein Mensch, ein Artist da sitzt und die alle so zusammenmischt im Computer, sondern da braucht man eben noch diesen speziellen Künstler, den Compositor, der das alles, fast so ein bisschen wie beim Soundmix mit verschiedenen Reglern, der das alles ganz genau aufeinander abstimmt. Und wenn man durch den Schnee durchfliegt, müssen die Schneeflocken, die jetzt weiter vorne an der Kamera sind, unscharf werden. Und wir können dann zum Beispiel auch sagen, ab einer bestimmten Stelle wollen wir jetzt schon den Trauerzug ein bisschen deutlicher sehen. Den kann er dann herausholen. Und die Stadt muss nach wie vor wirklich im Schnee und Nebel verschwinden. Und das sind auch Sachen, die Roland sich in den verschiedenen Stadien immer wieder anguckt und uns Input gibt und sagt, hier ist jetzt der Schnee zu dicht und hier sollten wir jetzt nochmal sollte nochmal so ein ordentlicher Stoß Schnee so da durchfliegen, dass es mal kurz gar nicht mehr zu sehen ist und da tauchen sie jetzt wieder auf und da fliegen wir jetzt über die Brücke und da müssen die Dächer ganz deutlich zu sehen sein und hier muss noch ein bisschen der Schnee glitzern auf den Dächern, weil doch irgendwo unsichtbar die Sonne da ein bisschen drauf scheint. Also diese ganzen Nuancen. Ich glaube, man könnte die Herausforderung bei Anonymous so zusammenfassen, indem man sagt, der ganze Film spielt in England. Und fast nichts ist in England gedreht worden. Wir haben so ein ganz bisschen Hintergrundmaterial, was bereits vor den eigentlichen Dreharbeiten für Hintergründe in England aufgenommen wurde, was im Film nachher vielleicht 3 Minuten oder sowas einnimmt. Alles andere wird hier in Babelsberg im Studio kreiert, teilweise auf dem Außengelände, aber eigentlich zu so 90% drinnen, also selbst ganze Sequenzen, die draußen spielen, werden drinnen in der Studiohalle gedreht und so geleuchtet, als ob sie draußen spielen. Aber wir haben sehr große Teile von der sogenannten Greenscreen, der grünen Wand. Teilweise macht man auch Bluescreen. Wir haben bei der Kamera, die wir verwenden, herausgefunden, dass die besser mit Grün arbeitet und uns dafür entschieden. Also haben wir diese großen Greenscreens und da werden dann Teilkulissen gebaut. Da haben wir dann zum Beispiel einen Torbogen und da kommen dann Leute durchgeritten und bleiben auf einem Kopfsteinpflaster stehen. Und später im Film sieht man nicht nur den Torbogen, sondern den kompletten Innenhof eines dieser großen Herrenhäuser. Und der wird komplett von unserem Computer dann gebaut. Wir würden diesen Film nicht anfassen wollen, wenn wir ihn nicht digital drehen würden. Mein Businesspartner Marc Weigert und ich, wir drehen seit 10 Jahren nur noch digital. Wir haben zeitlich parallel zu George Lucas angefangen, mit den Sony F900 Kameras zu drehen. Und 2012 haben wir mit der Panavision Genesis gedreht. Diesen Film drehen wir mit der Arri Alexa. Und der wichtige Punkt ist, wenn man ein Projekt hat, was sehr viele visuelle Effekte beinhaltet, und es mit Sicherheit in der Zeit des Schnitts sehr viel hin und her gibt, will sagen, wir bekommen schon eine Sequenz fertig abgeliefert. Das ist ja eigentlich dann eine Locked Sequence. Wir nennen das dann immer gerne Soft Lock, weil wir wissen, dass es dann irgendwie 85%ig feststeht. Aber es gibt immer noch mal wieder so kleine Änderungen. Man guckt sich das nochmal im Zusammenhang an. Es gibt ein Test-Screening. Und plötzlich werden Shots ein bisschen kürzer oder hier muss nochmal eine Einstellung dazu gemacht werden. Wenn wir das auf Film machen würden, dann würde das jedes Mal bedeuten, dass wir diesen ganzen Laborprozess machen. Und das heißt, das Negativ muss wieder rausgesucht werden, der Shot muss nochmal von vorne neu gescannt werden, Einzelbild für Einzelbild. Man kann nicht plötzlich nochmal sagen, wir setzen jetzt einfach 10 Bilder hinten dran,
Im Digitalbereich können wir das machen, zum Beispiel. Das Wichtigste ist aber das schnelle Feedback, was man vom Regisseur kriegt. Ich würde mal sagen, wenn Roland einen Shot auf einem High-Definition-Monitor von uns sieht, und der muss gar nicht mal fertig sein, der Shot, sagen wir so zu 70% fertig, und er gibt einen Kommentar und sagt, brauche hier noch das Element, wo diese Kammerzofe jetzt vorne links in das Bild kommt. Ich dachte, ich würde es nicht brauchen, aber für den Anschluss haben wir festgestellt, dass ich das jetzt brauche und deshalb muss das jetzt noch umgeändert werden. Wenn wir mit Film arbeiten würden und müssten wir sagen, okay, wir haben die Kammerzofe vor Grün jetzt nicht, also die muss jetzt nochmal eingescannt werden und so weiter, ist ganz einfach, dreht davon, dass wir 2 Tage später allerfrühestens Roland was Neues zeigen können. Hier haben wir theoretisch, weil wir meistens ganz gut organisiert sind, 2 Minuten später dieses Element zur Hand. Und je nachdem, wie der Schedule von Roland dann ist, können wir sagen, dass wir ihm vielleicht 1 Stunde später schon das fertige Ergebnis zeigen können davon, wo die Kammerzofe vorne mal reingesetzt ist. Vielleicht noch nicht hundertprozentig richtig, aber er guckt sich das an und sagt dann, ja, genau so. Also setzt ihn noch ein bisschen nach links und dann stimmt so. Und damit ist das Ding dann kurz danach fertig. Visual Effect Supervisor zeichnen, würde ich mal sagen, 2 Sachen aus. Das eine ist, ich fange einfach mal mit der mir wichtigsten Sache, ist der Umgang mit Menschen. Ich glaube, das vergisst man immer sehr schnell. Denn wir haben Teams, riesige Teams von Artists teilweise. Bei 2012 haben über 1000 Artists mitgearbeitet. Nicht so, dass jetzt der Mark Weigert oder ich permanent mit jedem in Kontakt waren. Wir haben mit 15 verschiedenen Firmen gearbeitet. In unserer eigenen Firma Uncharted Territory haben wir ungefähr 100 Artists gehabt. Aber es ist dieser tagtägliche Umgang mit Menschen. Und das muss einem auch irgendwie Spaß machen. Also, wenn man jetzt irgendwie so ein Einzelgänger ist, der sehr gerne und verbohrt vor seinem Computer sitzt und Sachen macht, ist man kein Visual Effect Supervisor. Man hat also immer mit 10, 20, 30, 40, 50 Menschen täglich zu tun. Und die haben alle andere, sind alles andere Charaktere und man muss auf sie eingehen. Und sind alles Artists und die machen unglaublich tolle und komplizierte Arbeiten oft auch sehr, sehr lange Stunden, also dass dann abends bis spät mal gearbeitet wird, nur weil man noch was fertig kriegen will. Ein zweiter Punkt ist das Auge und das ist eine sehr gefährliche Sache, die ich momentan beobachte, wo neue Generationen von Artists auch nachwachsen, die dann auch zu Supervisoren werden. Die nur in so einer Computerwelt aufwachsen. Es gibt sehr, sehr viele Leute, die so aus der Computer-Game-Welt kommen. Und wir haben immer wieder so das Erlebnis, dass wir Leute sehen, die sich bei uns bewerben und ich sage jetzt mal als Beispiel auf ihrem Showreel ein Haus haben, ein computergeneriertes Haus mit Dachziegeln drauf und zeigen uns das und wir sagen, ja, sieht aus wie aus so einem Game aus den 90er Jahren oder sowas. Irgendwie ist alles völlig regelmäßig und sieht nicht alt aus und unregelmäßig und so weiter. Und dann hat man Diskussionen, die sagen, nee, sieht total echt aus. Und dann muss man mit den Leuten teilweise auf die Straße gehen und ihnen irgendwie so den Moos auf den Dächern zeigen und auch zeigen, wie in der Ferne so alles ein bisschen nebeliger wird und also ein Auge zu haben für die Umwelt und wie Dinge tatsächlich aussehen, so verrückt das auch klingt, geht vielen Leuten tatsächlich ab, die eben nur noch vor so einem Monitor aufwachsen.